ihr Lieben, heute sind wir in der Eremitage in Bayreuth unterwegs, um die Barrierefreiheit für euch zu testen. Am südwestlichen Rand der Eremitage gibt es einen Besucherparkplatz. Hier sind auch drei Behindertenparkplätze vorhanden. In dem großen und wunderschönen Hofgarten der Eremitage gibt es zwei Hauptschlösser, die man als Besucher besichtigen kann. Der Weg von den Parkplätzen zu den Schlössern ist recht eben und somit gut zu befahren. Für Rollstuhlfahrer besonders gut geeignete Wege sind sogar ausgeschildert. Da der Garten jedoch recht groß und die Wege deshalb lang sind, empfehlen wir dennoch eine Begleitperson, die beim Schieben helfen kann. Zuerst haben wir uns das neue Schloss der Eremitage angesehen. Im neuen Schloss sind neben einem Café auch die Veranstaltungsräume untergebracht. Für Rollstuhlfahrer gibt es an der Rückseite des neuen Schlosses einen Extraeingang, der stufenlos ist. Hier ist auch eine Behindertentoilette. Eine weitere befindet sich am Besucherparkplatz in der Nähe der Behindertenparkplätze. Ein Blindenleitsystem ist übrigens im gesamten Park sowie in den Schlössern nicht vorhanden. Als nächstes haben wir uns das alte Schloss der Eremitage angesehen. Im alten Schloss sind Ausstellungsräume untergebracht. Der Besuchereingang, der über die Grotte mit den Wasserspielen führt, hat eine sehr steile Zufahrt und mehrere Stufen. Der Museumshop mit Kasse dagegen ist stufenlos zu erreichen. Jedoch gibt es auch hier eine Steigung. Wer diese Steigung nicht aus eigener Kraft bewältigen kann, kann an der dafür vorgesehenen Klingel läuten und sich somit Hilfe holen. Eine Induktionsanlage für Besucher mit Hörgerät ist an der Kasse nicht vorhanden. An der Rückseite des alten Schlosses gibt es noch einen zweiten Eingang, der für Rollstuhlfahrer vorgesehen ist. Jedoch müssen auch hier zwei Stufen überbrückt werden. Eine Rampe ist nicht vorhanden. Hat man die Hürden am Eingang des Schlosses gemeistert, kann man den Rundgang im Inneren mit Ausnahme der Grotte dann stufenlos genießen. Nun noch einige Informationen zum Hofgarten der Eremitage. Der vordere Bereich des Gartens, rund um die beiden Schlösser und zum Parkplatz, ist sehr eben und gut befahrbar. Die Wege bestehen meist aus einer ebenen Kiesfläche mit wenig Kiesbelag. Im ganzen Hofgarten gibt es immer wieder sehenswerte Bauwerke.
Viele davon sind auch barrierefrei zugänglich. Der weiter abgelegene Teil des Hofgartens, rund um das Eremitenhaus und die Drachenhöhle sowie die untere Grotte, hat mehr Steigungen und unebenere Wege und ist somit für Rollstuhlfahrer schwieriger bis gar nicht möglich. So, ihr Lieben, das war's wieder für heute.